also wieder zurück und die alle mal einsetzen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die in einer bestimmten, nach einem bestimmten Muster eingesetzt werden müssen. Der leuchtet ein bisschen blauer als der. Soll ich hier den blauen einsetzen? Okay, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Grün einfach mal dahin. Ich glaube, das sieht doch nicht so gut aus. Nein. Nein. Die müssen ja alle miteinander verbunden sein. Ich nehme, Moment mal, der geht dahin. Ich nehme den nochmal eben raus. Da setze ich dann mal kurz den weißen ein. Obwohl das da oben... Das da oben sieht auch nicht so richtig aus. Okay, also der geht dahin, dahin. Der geht aber nur dahin. Der blaue sah echt gut aus am Anfang. So, das war jetzt welcher? Man erkennt das so schlecht. Das war grün. Und das war weiß, ne? Moment. Das ist weiß. Okay, ich nehme den auch nochmal raus. Das wäre ja super, wenn wir erst die beiden finden würden. Also wenn wir jetzt hier erstmal den richtigen finden würden. Daran wird man das ja schon mal ein bisschen erkennen, oder? Jetzt sind wir da mal den... Okay, der geht dahin, verbindet den damit. Gelb. Nee, das ist nicht richtig. Den nochmal raus. Und wenn ich gelb hier hinsetze. Dann sieht es auch nicht unbedingt richtig aus. Gelb nochmal eben raus. So, weiß ist wieder hier. Dann setzen wir hier mal eben gelb ein. Oder war das der, den wir am Anfang hatten? Also, der geht dahin und der leuchtet den an. Das ist aber doch gar nicht so falsch, oder? Der, das geht nach oben, leuchtet Statue an, die hier, und geht dann zu der. Dieser hier leuchtet den an, geht aber dann nur rüber. Geht dann aber nur rüber. Moment, ich setze jetzt noch mal kurz den grünen ein. Grün verbindet den, den und den hier vorne. Was zur Hölle? Nein, nein, das ist komplett falsch. Ich denke, das ist komplett falsch. Also weiß auf gar keinen Fall dahin. Dann setzen wir hier nochmal gelb ein. Gelb hier sieht erstmal hier besser aus. So. Dum, dum, dum. Gelb. Aber gelb verbindet ja dann nur den hier. Vielleicht bin ich auch komplett falsch mit dem blauen da unten. Das kann natürlich sein. Ich setze nochmal grün hier ein. Oh Mann. Verbindet die beiden. Ich weiß auch nicht, inwieweit die irgendwie in Verbindung sein müssen. Das kann jetzt noch Stunden dauern, wenn ich das nicht checke. Oh.
Sieht gut aus, oder? Oder? Hier einfach mal weiß. Und da einfach mal gelb. Nein. Sagt er da auch was zu? Die Figuren wirken erhaben und weise. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich bin nicht erhaben und weise. Ja, alle mal wieder raus. Ich suche mir jetzt eine Stelle aus. Ich nehme mal die da hinten. So. Und da ist jetzt welcher drin? Der gelbe. Da ist jetzt der gelbe drin. Okay. Der Strahl geht nach oben, wird reflektiert und trifft auf die hier. Das hat ja wohl nichts hier mit Farbmischung und so zu tun, ne? Also, der gelbe, okay. Dann weiß ich Bescheid. Dann setze ich jetzt mal den blauen ein. Blau trifft die 3. Okay. Grün trifft die 3. Und weiß Weiß trifft die beiden. Okay, sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus. Ich guck mal, was passiert. Ansonsten tauschen wir jetzt einfach die beiden. Ja! Na endlich! Und da sind die Runen. Was ist das denn? In der Mitte steht Yggdrasil. An seinen Wurzeln speit eine Schlange irgendwas aus, das dann von oben auf den Baum regnet. Außerdem sind da noch Runen und dreieckige Symbole, deren Spitzen in verschiedene Richtungen zeigen. Ob ich damit die Heilkräfte Yggdrasils aktivieren kann? Ich bin gerade schon dabei, mir die aufzuzeichnen. Das ist das letzte. Und dann haben wir als nächstes Moment einen Pfeil nach rechts. Dann haben wir einen Pfeil nach unten. Und einen Pfeil nach links. Gut. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das doch mal. Ob das Spiel dann wohl schon zu Ende ist? Irgendwie habe ich immer so ein Gefühl, gleich endet das Spiel. Das hatte ich ja, gut, das hatte ich ja vor einigen Folgen schon, als ich dann wusste, 5. Kapitel. Aber nun gut, wir fangen an. Was? Wir fangen an mit der Rune, die aussieht wie ein S. Da hätten wir in der untersten Reihe die 3. Und was soll der Pfeil nach unten? Der Pfeil nach rechts? Wir können ja dann gar nicht nach rechts laufen. Doch, können wir. Also, wenn wir die mit der Rune anfangen. Na, ich kann es ja mal probieren. So, wir fangen mit dieser Rune an. Dann gehen wir zum P. Dann gehen wir... Was ist die Frage? Ich denke mal, wir gehen weiter nach rechts. Ja, weil hier das Symbol ist. Dann gehen wir... Moment. Das sieht man jetzt so schlecht, aber ich glaube, über mir... Genau, über mir ist das Richtige. Dann gehen wir dahin. Dann brauchen wir das F. Dann brauchen wir das, was aussieht wie ein B. Das müsste das hier oben dann sein. Danach dann eigentlich eins, was aussieht wie ein falsch, also ein verkehrt rumes Z oder ein S. Aber das kann jetzt gerade irgendwie nicht sein.
Weil danach müsste nämlich das hier kommen. Das ist die letzte Rune. Oder was haben wir über uns? So eins. Das bringt uns aber nichts. Ich denke, das war der falsche Weg. Wir müssen bestimmt hier direkt über die Mitte. Okay, gut. Also nochmal komplett zurück. Was haben denn die Pfeile damit zu tun? Also links, unten, beziehungsweise rechts, unten und links. Also wir fangen an mit dem Symbol, was aussieht wie ein S. So, danach kommt das P, danach käme mit das hier. Ah, Moment. Ich bin vorhin hier hingegangen. Wenn ich aber jetzt nach oben gehen würde, Moment mal. Wenn ich dann nach oben gehen würde, wäre ich hier. Dann bräuchte ich ein F. Da könnte ich da lang, dann wäre das B, dann wäre ich wieder in einer doofen Situation. Ich könnte aber auch auf das F, auf das B. Dann bräuchte ich wieder ein Z und dann komme ich da raus. Okay, ich glaube, ich hab's. Also, da drauf. Dann auf das P, dann auf das Symbol hier. Dann auf das, was aussieht wie ein R. Dann das F. Dann kommt B. Dann dahin. Und hierhin. Und... ja! Ja! Das sieht gut aus. Sakrament, jetzt wird's kompliziert. Und dabei läuft mir noch die Zeit davon. Was zur Hölle? Fenton, wo bist du überhaupt? Hier unten sind Wölfe. Moment mal, wo ist denn Fenton? Wahrscheinlich hier, oder? Ich sehe ihn gerade nicht mal. Aber gut, wir haben einen Schalter, ein Portal. Ah, hier ist er. Okay, da ist Fenton. Schalter. Und wenn er reinfällt, fressen ihn die Wölfe, ja? Okay. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Okay, das sieht gut aus. Auch noch ein Schalter. Was bringt mir das denn hier? Betätigen wir den mal. Dann dreht sich der da vorne. Okay. Ja, das Problem ist jetzt, egal wie wir den hier drehen, wir kommen ja rechts nicht drüber. Sind damit ein bisschen in der Sackgasse, möchte ich behaupten. Ich habe vorher nicht gesehen, was die Schalter hier gemacht haben. So, der müsste doch jetzt wieder hier drehen, oder? Dann dreht der wahrscheinlich die hier vorne rechts. Drehen wir den nochmal, dann können wir jetzt erstmal wieder rüber gehen. Nee, dann dreht sich... was? Hilfe, ich bin gefangen. Kann ich runterspringen in die Tiefe? Nee, leider nicht. Okay, Moment. Da muss ich jetzt mal eben überlegen, also... ach, der dreht... Moment, der dreht hier auch die beiden. Das heißt, wenn wir jetzt einfach hier einen weiterdrehen, dann passt es. Dann kommen wir auf jeden Fall rüber. Das ist sehr gut. So. Hä? Was macht er denn? Zwei. Ah, sorgt er dafür? Der sorgt wahrscheinlich dafür. Moment mal, wie kriege ich das denn hin? Dass der mittlere einen der anderen beiden mitdreht. Das Problem ist, ich erkenne da gar nichts raus, außer, ja, das sollen wahrscheinlich drei Hebel sein, aber...
Okay, ich finde, man erkennt gerade super schlecht, ob die Hebel jetzt nach vorne gezogen sind oder nach hinten. Der dreht da immer noch nicht mit. Jetzt nochmal den. Der dreht wirklich nur den. Okay, ich gehe da jetzt noch einmal rüber. So müsste es ja passen. Ich gehe da jetzt noch einmal drüber, klicke einmal hier an. In der Hoffnung, dass dann irgendwie was anderes passiert. Was ist denn das hier unten eigentlich? Gar nichts. So, dann betätigen wir einmal diesen Schalter. Okay, der zeigt nach vorne, der nach hinten. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Jetzt drehen sich alle drei. Okay, wenn ich jetzt einmal weiter drehe, habe ich den hier. Das passt aber nicht. Oh Gott. Wenn ich jetzt den hier drehe, dann dreht sich der weiter. Ich muss den dritten, genau, im Endeffekt nur einmal drehen. Und dann hier drauf. Ja, das sieht gut aus. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder zurück. Dann können wir nämlich hier durch das Portal. Na, geh doch rein, Fenton. Wow, das erinnert mich total an Tomb Raider. Wow, großes Rad, großes Rad. Die Holzräder scheinen Teil einer gigantischen Maschine zu sein. Aber was macht diese Maschine? Noch mehr Rätsel! Was zur Hölle? Okay, da kommt das ganze Eis runter. Alles klar. Und wir haben drei Pfeile hier an den Rädern. Ist, wo müssen die hinzeigen? Was wohl passiert, wenn ich diese riesigen Räder drehe? Achso, ja, ja, klar, das wollte ich doch. Hört sich an, als würden hinter den Mauern gewaltige Mengen Dampf aufsteigen. War das jetzt Gwen. Richtig? Ah, sehr gut. Schön. Ah, der Brunnen fließt wieder. Das Wasser im Brunnen fließt wieder. So, Gwen, was ist da los mit dir? Gwen, du musst das trinken. Dad? Perfekt, es wirkt. Wir schulden Ihnen was, Herr Paddock. Und darum werden wir zuerst Ihre Tochter töten. Halt! Warten Sie! Ihr soll das erspart bleiben, was uns unser Leben lang verfolgt hat. Zuschauen zu müssen, wie der eigene Vater kaltblütig erschossen wird. Nein! Was? Er ist tot. Doch jetzt nicht wirklich tot, oder? Der hat sich doch bestimmt irgendwas unter die Klamotten gestopft. So als eine Art schutzsichere Weste. Und natürlich, das waren die beiden Mädels vom Anfang. Klar, die sich versteckt haben. War jetzt nicht sonderlich schwer, aber bin ich trotzdem nicht drauf gekommen. Und ich glaube nicht, dass Fenton tot ist. Gehe ich nicht von aus. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Beim nächsten Mal geht's mit der lieben Gwen weiter und ich hoffe auch mit euch. Bis dahin. Tschüss.